Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polaris mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute auf Standard-Skill. In 24 Stunden muss ich die YouTuber-Insel verlassen. Wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's rock! Eine Antwort wissen, ob die anderen damit auch in Ordnung wären, wenn ich den Lotus-Clan beitrete. Haha, wie geht's dir, Stani, mein Bester? Oh Wir nein! waren doch heute im Livestream. Ich habe schon gehört, dass ihr eine eigene Stadt habt. Ich kann die auch sprengen gehen. Wenn du in 24 Stunden dich nicht entschuldigst, Stani, dann gibt's richtig Ärger. Für den Alpha-Clan! Ja! Für den Alpha-Clan! Feuerwerk! Okay, guck mal, Stani, ich sag dir jetzt ehrlich. Nein, nein, nicht auf die! Hör auf! Ey Leute, ich hab ein bisschen Angst. Ich hab einige Drohungen vom Alpha-Clan bekommen und ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen um meine Base, um meine Area 52, die ich ja zusammen mit Max gebaut habe. Aber Max war irgendwie noch nicht hier gewesen. Ich habe mir gerade ein bisschen Beton gemacht und wollte jetzt weiter mit dem Ausbau anfangen. Und zwar, ihr seht schon, das sieht schon ziemlich crazy aus. Guckt mal bitte, was ich hier alles gebaut habe. Holy moly Macaroni. Also, es müssen jetzt noch viele Arbeiten gemacht werden. Ich will nämlich in der Mitte, das wird nämlich heute eine Special-Folge werden, Das sieht schon mal sehr wild aus, würde ich sagen. Also ich fühl's sehr, was Stani da gezaubert hat. Wer von euch fühlt's genauso? Also ich auf jeden Fall. will ein Nebelloch bauen, dass das so quasi übertrieben krass aussieht und als würde es halt so aussehen, als würde es unendlich tief gehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Dafür müssen wir jetzt alles hier noch aushöhlen, so ein bisschen. Also da haben wir auf jeden Fall noch einiges vor und vielleicht mache ich auch hier in der Wand so eine Art Nebelloch. Aber da muss ich auch gucken, wie das aussieht. Ich habe das jetzt erstmal hier mit so grünem Beton gemacht. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das gut aussieht. Ich sage euch, so ein Nebelloch. Stani, Stani, Stani. Hä, Bro, SU, was los, Mann? Alles gut bei dir? Komm sofort zu mir. Alles gut bei dir, Moin. Ist die Frage. Ist bei dir alles gut? Geht's dir gut, mein Freund? Bro, ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Die Jungs haben mir schon erzählt, dass du ein großer Patsche warst. Vor allem der Lotus-Clan hat gesagt, dass du unter anderem dieses Haus bei uns hattest und das wurde auch in die Luft gejagt. Ja. Und deshalb bist du hierher gekommen, ne? Ich Bro. Verstehe das. Stani, ich weiß, dass die Lage gerade wirklich sich zuspitzt und die Ereignisse überschlagen sich. Ey, ich hab ein bisschen Angst. Ich hab Mist gebaut, Mann. Der Alpha-Clan bedroht mich. Ich hab die Base vom Alpha-Clan im Livestream gesprengt. Da ist alles explodiert, Bro. Ich bin das komplett stimmt. durchgedreht, weil die auch alles von mir genommen haben. Und jetzt haben die anscheinend schon meine Area 52 hier gefunden. Die baue ich ja gerade. Und das Ding ist, Bro, die wollen das hier auch zerstören. Und ich bin's ja gerade am Aufbauen. Ich muss dir auch dazu was sagen, Bro. Ich verstehe, dass sie das wirklich, dass du wirklich gerade Angst hast. Aber die machen das gerade bei allen. Die haben sogar den Himmelsklan attackiert, Bro. Die haben vor meinen Augen das Schwert von Lukas und hier von Ami kaputt Nein! gemacht. Vor meinen Augen, Doch, Bro. haben die Es ist gemacht. nur eine Frage der Zeit, wann die herkommen und diese Sachen kaputt machen. Deshalb, wir müssen uns irgendwas überlegen, dass das alles irgendwie versteckt wird. Können wir vielleicht so eine transparente Kuppel oder so bauen? Sowas ähnliches ist schon geil, aber irgendwie, wenn die deine Endermänner sehen, die werden das kaputt machen. Ja, ich weiß. Ja, Bro, ich muss hier irgendwie Sicherheit-Dings reinbauen. Irgendwie Sicherheit brauchen wir. Oder wir müssen hier patrouillieren, uns abwechseln. Hä? Bro, wer ist das denn? Ist das einer hier vom Alpha-Clan? Nee, das ist, glaube ich, keiner vom Alpha-Clan. Nee, das ist, glaube ich, das ist einfach nur ein Wanderer. Ist das ein Leutler? Okay. Oh, der hat sogar hier, Dings, Magentafarbe. Nehme ich mal mit. Danke, Bro. Okay, sehr gut. Und hier, grüner Farbstoff brauche ich auch noch. Korrekt, Bro. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Korrekter Dude. Voller. Ja, Eben, das Ding ist, ich weiß auch noch nicht. Also, ich würde jetzt erstmal hier kurz noch ein bisschen meine Stelle weiterbauen. Und vielleicht müssen wir uns abwechseln mit der Sicherheit hier, weißt du? Das ist auch das Problem vom ganzen Server aktuell. Weißt du noch damals, wo wir nur eine Stunde immer warten konnten, zocken konnten? Jetzt muss man sich Gedanken machen, wer auf welche Sachen aufpasst. Ja, das ist so schlimm geworden. Das nimmt langsam echt eklige Ausmaße an. Ich sag dir ehrlich, die dürfen das Energiezentrum der Area 52 nicht sprengen, Alter. Auf gar keinen Fall, das sieht so cool aus. Ich werde das nicht zulassen, dass ich hier was kaputt mache. Das ist ja wirklich so schön. Ja, pass auf, ich würde sagen, SU, sobald ich mache jetzt erstmal hier fertig und dann, Dings, würde ich mich nochmal bei dir melden später. Okay, dann machen wir das so, ja? Gut, alles hier, klar. Ich habe noch ein Geschenk für dich, für alle Fälle, falls du attackiert werden solltest und ich nicht oh, da bin. Oh, Ehre, Bro, Ehre, Du Ehre. Bist ein starker Krieger und mit diesen 10 Goldäpfeln kannst du auf jeden Fall, denke ich mal, einen Fight überleben und fighten. Mich freut Ey, was machst du denn hier? Da auf hier. Rein, Der dürfte gar nicht rein. Ist das Reini? Nee, ach nee, das ist Reinis Vater. Kann sein. Das könnte Reinys Vater sein. Reinys Vater, bist du das? Der hat auch so eine große Nase, krass. Oh, ich glaube, wir haben ihn beleidigt. Der haut wieder ab. Ich freue mich wirklich, dass der Lotus-Clan hier an meiner Seite kämpft. Deswegen möchte ich dir einen Vertrauensbeweis zeigen.
Okay. Und zwar, ich lade dich in die heiligen Hallen des Endermans ein. Wow, als ob. Geil. Ja, da das haben... machen wir aber, wann machen wir das denn? Ich bin jetzt schon neugierig, jetzt Bro, oder was? Wir machen das jetzt so. Das Ding ist, es haben nur sehr wenige Leute bisher dahin Zutritt gehabt. Geil. Es ist ein sehr besonderer Ort. Es geht nämlich in den Enderman rein. Wow. Das sieht ja so geil aus. Ich bin echt gespannt, was mich da erwartet. Das Ding ist abhörsicher. Da können wir uns über alles unterhalten und niemand wird das jemals herausbekommen. Was? Niemals? Als ob du das so abhörsicher gemacht hast. Aber erinnerst du mich gar nicht? Du musst mir noch eins, du musst mir noch einen Vertrauensbeweis geben. Erzähl. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Was soll ich sagen? Werden wir immer an Seite und Seite kämpfen, egal wer uns in den Weg stellt. Stani, bevor ich damit... Stani und SU! Bevor ich ja sage, hör mir erstmal zu, Bro. Weiß noch, wo wir damals sogar einen Vertrag gemacht haben. Eigentlich müssen wir das mit einem Vertrag festlegen, damit wir wirklich beide auf der sicheren Seite sind. Weil wenn ich dir die heiligen Hallen des Endermans zeige, ist das wie ein Vertrag. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Aber wunderst du dich nicht, wieso ich den Platz so easy gefunden habe? SU, das ist Fleisch von mir. Ess das. Ist das dein Fleisch? Das ist mein Fleisch und Blut. Ess das! Ess mich als Vertrauensbeweis! Hier steht ja sogar wirklich Standard-Skills Fleisch. Ich kann dich doch nicht essen, mein Freund. Ess mich! Dann sind wir immer eins, SU. Lol. Stark, SU. Hey, du musst das in dir behalten. Ey, SU, okay. Hast du Wasser für mich? Wasser gibt's nicht, das musst du aushalten. So, du bist der stärkste und beste. Ja, Roleplay. Cringe. Folge mir. Oh Gott, wo geht's denn hier rein, Bro? Hier geht's in den Enderman. So. Platsch. Jetzt komm hier rein. Wow, oha, Bro. Was ist das für ein Geheimversteck? Das ist hier, oh mein Gott, Dinger wie geil zumachen. Ist das denn? So, weiter geht's. Ja, das sieht ja voll geil aus, wow. Hey, so. Stani, überleg mal, mit wem bist du denn jetzt eigentlich im Clan? Ich hab gehört, Bro, ich von Ryan, dass alleine. Du irgendwie zu dem warum kommst du da nicht zum Lotus-Clan? Ja, eigentlich habe ich echt überlegt, aber könnte ich denn hier trotzdem meine Enderman-Sachen hier weiterbauen, oder... Müsste ich denn bei euch weiterbauen? Nein, bei uns gibt's doch auch die ich werde dir das alles erklären. Das wird auf jeden Fall lange dauern, weil du diese Aufnahmezeremonie machen musst. Aber ich werde dir dann erst alle Regeln erklären müssen. Und dann kannst du ja noch entscheiden, ob du dazugehören willst oder nicht, weißt du? Ja, also wenn du da mit den Jungs davor sprechen kannst, dann wäre das natürlich eine coole Sache. Warte mal, wir müssen mal hier die Fenster zumachen. Nicht, dass die uns abhören von draußen. Ja, oh, du kannst hier wirklich... Auch jetzt verstehe ich, warum du gesagt hast, dass man... Ah, okay, das ist ja man echt... Man kann hier durchgucken, weißt du? Ja, SU, wenn das klappen würde, dann wäre das auf jeden Fall geil. Ich würde dann einfach mal mit, red mal mit den Jungs und dann können wir das ja irgendwie abklären vielleicht. Sehr geil. Machen, weil jeder, der in Not ist, dafür ist doch der Lotus-Clan da. Wir setzen uns für die Gerechtigkeit ein. Und wenn jemand wie du Hilfe braucht, dann werden wir da sein und dich auch rausholen. Boah, ich glaube, zusammen werden wir die Stärksten, SU. Ich bedanke mich, ja? Ich bedanke mich wirklich bei dir. Gastfreundlichkeit. Ich werde mich bei dir melden. Und lass mich deine Antwort wissen, ob die anderen damit auch in Ordnung wären, wenn ich den Lotus-Clan beitrete. Aber sicher doch. Ich kann dir jetzt schon sagen, bei uns wird jeder gleichgestellt sein. Das heißt, auch wenn du dann reinkommst, heißt es nicht, dass du der Neue bist. Dann bist du automatisch auch ein Mitglied von uns und jeder ist gleich. Das feier ich. Das feier ich. Krass. Gut, SU. Hört sich gut an. Dann passt auf dich auch. Schönen Dank, dass du dich um mich gekümmert hast. Immer wieder gerne, mein Freund. Ich hab dich auch lieb. Und wie gesagt, wenn du irgendwie in Schwierigkeiten sein solltest, schreib mir sofort, dann komme ich. Eben war das ein Kuss? Das ein bisschen zu weit hier, Stani. Erstmal soll ich dein... Leute, SU ist echt Ehre, Mann. Ich mag ja SU, Alter. Was meint ihr? Sollen wir uns den Lotus-Clan anschließen? Alter, Stani, übertreibt mal wieder. Um mich besorgt hat, um mich gekümmert hat. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von King Crymax. Ich habe den hier bei der Area 52 noch nicht gesehen, obwohl das eigentlich zusammen, wir so zusammen das bauen wollten. Ja. Ist ein bisschen schade. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, ich werde jetzt mal ein bisschen das Nebelloch vorbereiten. Ich muss noch ein paar Materialien besorgen. Ist nicht, oh nein, also es ist nicht ich habe Angst. Schwierig zu bauen.
Es ist nur extrem aufwendig und es sieht übertrieben krass aus. Deswegen würde ich sagen, Freunde, ich mache mich mal hier an die Aufgabe und werde alles besorgen. Dann zeige ich euch, wie das Nebelloch aussieht. Das wird so krank werden. Let's go. So, Leute, ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das müsst ihr ja eigentlich, das müsstet ihr hier ignorieren. Da habe ich nur mal was getestet, wie das aussieht. Aber ich war nicht zufrieden. Ich will mir jetzt vielleicht auch so eine Nebel... Also das ist echt... Also es wird extrem viel Arbeit sein. Ich sage es euch jetzt schon. Aber ich sage euch ehrlich, wenn wir das wirklich so machen sollten, wie ich mir das vorstelle und wie es auch aussehen wird, wird es einfach sehr, sehr geisteskrank sein. So, ich habe jetzt erstmal hier ein Loch gemacht. Oh nein, Timmy ist da. Wir müssen hier alles mit grünem Beton einmal hier ausfüllen. Und es muss insgesamt 8 Blöcke tief sein, dass quasi die Optik auch richtig rüberkommt. Aber wir haben ja hier zum Glück den Beacon. Damit soll's damit geht es ja relativ easy. Ich mache jetzt nur mal so einen Test. Also ich will einfach mal so ein Testloch machen, wie das aussieht. Und dann können wir ja immer noch entscheiden, ob was machen, ob sich die Arbeit lohnt oder ob das eher nicht so der Sache entspricht. So, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Wir müssen hier überall halt grünen Beton hinmachen. So, überall muss hier halt alles mit grünem Beton vollgemacht werden. Jetzt kommt's gleich, oder? Wir müssen nachher natürlich nicht so viel machen, weil wir das dann über die ganze Breite machen. Das ist einmal nur für die Showzwecke, benötigen wir da ein bisschen mehr. Jetzt kommt's gleich. Und dann muss das 8 Blöcke tief sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, okay. Hier kommt noch grüner Beton. Und das muss hier auch noch alles voller grüner Beton. Und der Boden muss natürlich auch noch voller grüner Beton gemacht werden. So, jetzt haben wir schon mal, also das, wie gesagt, das ist jetzt nur, weil wir es einmal testen, sieht es jetzt ein bisschen komisch aus und ist ein bisschen aufwendiger. Aber man muss es ja einmal testen, ob es auch wirkt. So, jetzt machen wir hier die Seelaternen ran. Ich hab's halt sonst vor... Ah, nee, okay, das geht gar nicht so. Ah, nein, wir können es leider vergessen. Schade, das wusste ich nicht. Ich dachte... Dass man den Teppich auch so platzieren kann, rüber platzieren kann, kann man nicht. Ja gut, jetzt könnte man hier... Ja, nee, das wird nicht gut aussehen. Also man könnte jetzt hier noch alles so voller Glas machen, aber... Nee, das kommt... Nee, das hat nichts mit Nebelloch zu tun. Schade, geht leider nicht. Der grüne Teppich ist halt extrem wichtig, dass wir den rübersetzen. Gut, dann müssen wir das einmal hier machen, in der Mitte. Ich würde sagen, ich teste das jetzt einmal mit einem Viererblock, weil ich will es so angepasst machen hier. Ich mach's einmal hier mit einem Viererblock. Wir müssen jetzt 8 runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier kommt dann die Seelaterne hin. Perfekt. Okay, wir testen das einmal hier und dann zeige ich euch, wie das Nebelloch aussieht. So, hier müssen wir jetzt noch alles wegmachen. Boom, boom, boom. Einmal hier den ganzen Müll wegmachen. Und hier ist jetzt die entscheidende Sache. Wir müssen Teppich platzieren auf das Licht. Ja. Dann müssen wir hier wieder mal alles mit grünem Zeug aushöhlen. So, weil wir müssen jetzt hier nämlich anfangen, das Glas zu blazen. Dann sollte das hoffentlich diesen Effekt geben, Leute. Ich hoffe es einfach mal. Ich baue es jetzt mal ganz nach oben. Stani! Oh nein. Aha. Was ist jetzt los? Oh. Was ist los? Haha, wie geht's dir, Stani, mein Bester? Sag mal, wie war denn das heute im Livestream, oder? Sollte ich sagen, Fertigmacher, hä? Auf schwache Leute gehen, die nicht ausgerüstet sind. Bro, was wollt ihr hier? Wollen wir hier? Jawoll! Hahaha! Sehr gut, Lofty! Ich hab dich richtig gut ausgebildet! Jawoll, ich bin den Alpha-Clan! Ey, hört doch mal auf! Ja, okay, lass reden. Junge, was soll das schon wieder? Ja, wir haben doch gar nichts gesprengt, Mann! Wir wollen doch nur reden! Okay, warte, ich komm rein, hallo? Entschuldigung, Lofty, komm rein, Lofty! Warte, ich find die Tür nicht, ich muss nur noch ein Loch machen. Oh, also sehr gut, Lofty, ja! Lofty, du bist echt du lernst sehr schnell, Lofty, das gefällt mir, das ist richtig gut. Ey, Bro, checkt ihr nicht, dass das so keinen Bock mehr macht, wenn ihr alles laufen sprengt? Was für kein Bock, Bro? Irgendwann spielt hier keiner mehr! Das ist Beacon, oha! Bro, lass das doch mal, Alter. Okay, guck mal, Stani, ich sag dir jetzt ehrlich. Guck mal, das Feuerzeug funktioniert. Nein, Lofty, hör auf! Ey, Bro, bitte mach das nicht. Nein, mach noch nicht. Wir müssen auch reden mit den Leuten, das ist auch wichtig. Ich sag mir, ich hab nämlich auch ein Feuerzeug. Wie, wollt ihr euch jetzt über mich lustig machen oder was? Ihr habt euch selber nicht im Griff, Alter. Ganz ruhig, Mann. Ganz ruhig, guck mal. Ey, das bockt so nicht mehr, checkt ihr das nicht? Hört doch mal jetzt auf damit. Der will doch nur reden, wir wollen nur reden, Mann. Guck mal, ich bin aber im Livestream. Hast du mich fertig gemacht? Bro, könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen, bitte? Was für in Ruhe? Du hast mich gespawnt, Trip.
Checkst du überhaupt noch was, ey? So, Timmy, und dann denkst du, ich räche mich nicht, oder was? Hä? Checkst du noch was? Du hast Lofty erledigt, meintest er, ist schwach und so. Ich hab schon gehört, dass sie eine eigene Stadt hat, ich kann hier auch sprengen gehen. Bro, das tut uns doch nicht. Dann bauen wir eine neue, hä? Das ist uns doch egal. Ja, okay. Zünden! Ja, zünde los! Zünde! Lofty, trau dich, Lofty! Ja! Für den Alpha-Clan! Ja! Für den Alpha-Clan! Feuerwerk! Das, okay, das wollte ich jetzt echt nicht, dass das hier rübergeht. Okay. Ich baue das wieder auf, Bro. Okay? Dass du mich heute die ganze Zeit gespawnt hast. Du baust gar nichts auf, Alter. Bro, so. was hast du dir dabei gedacht? Ey, heute Timmy, hier, du machst die ganze YouTuber-Insel kaputt. Checkst du das nicht? Ich alleine mach das. Du machst sie kaputt? Guck mal, wir hatten gerade eine Auseinander- Der stiftet zu- andere Blut. Dazu an. Der wollte sich zusammentun mit den mit diesen Lotus-Noober-Clan und den Himmels-Noobs, ey. Checkst du das? Suse, 2-1. Suse Ehrenmann. Ehrenmann, sagst du? Bro, Ehrenmann, Suse, der Vatermord begeht. Und ich lass nicht zu, dass ich schlecht über Suse redet. Hat mich im Stich gelassen, ey. Und jetzt kommst du mir so. Was willst du eigentlich? Ey, Jungs, was wollt ihr jetzt von mir? Was wollt ihr hier? Ich will eine Entschuldigung dafür, dass du mich heute so fertig gemacht hast, obwohl ich keine gute Rüstung anhatte. Ich hab dir gesagt, ich komm zurück und jetzt stehe ich vor dir. Was willst du machen, hä? Bro, ich werde mich bei niemandem entschuldigen, so was du angerichtet hast. Da kannst du froh sein, dass du nicht komplett gespawntrapped worden bist. Lofty, checkst du das? Er ist doch gar nicht in der Position, dass er eine Entschuldigung ablehnen kann, Bro, oder? Ich glaube, da fehlt nur, hilft nur ein TNT. Kommt wirklich an. Hey, was soll das? Stani, denkst auch, ich hab kein Totem, ne? Ich hab ganz viele Totems und wir können das den ganzen Tag machen, Stani. Mir ist das egal. Können wir auch. Ja, Bro, mich juckt das nicht. Komm, wir können den ganzen Tag fighten wie kleine auch. Kinder. Anstatt wir uns einfach mal uns auseinandersetzen. Bro, du bist doch wie ein kleines Kind, Junge. Guck mal, Ding ist gleich down. Bin ich down? Hä? Ich hab volles Leben, Bro. Was redest du? Jawohl, zünde! Zünde es, Lofty! So, was wollt ihr? Oh Mann, wir wollen gar nicht. Ey, warum ist du denn Goldapfel? Mach ich etwa Schaden oder was? Oha, wie kann denn das sein? Stani, hä? Das kann ja gar nicht sein. Baby Timmy, Standard Noob Day. Baby, du hast doch Timmy. Einen Kanal, der heißt Standardschrott. Das ist doch dein neuer Kanal, Baby, oder? Baby Timmy. Ach, hat Baby Timmy, Baby Timmy ja. hat gegen Snoopy komm. Verloren. Ja, komm, Bede, ja, komm beide los. Komm, ich mach beide platt. Nein, Bro. Komm doch her, Stani. Was ist mit dir? Du Loser, ey. Alter. Du bist doch Standardschrott, oder? Schrottkanal. Haha, genau so ein Ding ist das, Noob. Okay, Stani, ey, weißt du was? Ich mach dir jetzt eine dicke, fette Ansage, ein für alle Mal. Wir klären das jetzt die richtigen Männer. Ja, warte, bis ich mein OP-Schwert wieder habe, bis ich mein OP-Schwert verzaubert OP-Schwert. Habe. Hä, was für ein OP-Schwert? Bro, ich hab noch ein Noob-Schwert, noch. So Verbrennung steht mir drauf und alles. Wenn du in 24 Stunden dich nicht entschuldigst, Shani, dann gibt's richtig Ärger. Du hast jetzt ab diesem Zeitpunkt 24 Stunden dich bei mir, den gesamten Alpha-Clan und Lofty zu entschuldigen für die Sachen, die du heute gemacht hast. Wenn das nicht passiert, die ganze Kuppel wird gesprengt, ist mir egal. Und ich sag dir ehrlich, wenn dein Video keine 15.000 Likes erreicht, dann wirst du nie wieder YouTube-Insel mehr spielen. Ich hab's gesagt. So, die Leute schaffen das locker. Die Leute schaffen das locker. Ja, die schaffen das eh nicht. Aber weißt du was? Ich geb den kleinen Tim ist eine Schmalspur. Ich geb den Vorgeschmack. Ey, hör doch mal auf damit, Junge. Aha, für den Alpha-Clan. So sieht's nämlich aus, ey. Wir sind keine Noobs. Du bist der Noob, ey. Also checkst du das? 1000 Likes schafft, Digga. Keine Ahnung, das schafft er eh nicht. Hä? Nee. Das ist einer von Himmelskrieger Lotus Noob Clan. Ey, Timmy, Alter, du musst wirklich wieder zur Besinnung kommen. Ich weiß nicht, was Alvashell mit dir gemacht hat. Ich bin so enttäuscht von dir. Du musst zur Besinnung kommen. Komm einfach zum Alpha-Clan. Nee, Mann, ich bin menschlich von dir enttäuscht. Was will ich beim Alpha-Schrott-Clan, Alter? Lauf die checkst du das? Er hat einen Kanal, der heißt Standard-Schrott und sagt zu mir Alpha-Schrott-Clan. Ey, glaub mir nicht die Sprüche, du Sprücheklopfer. Ey. Nee, die Land gewinnt. In 24 Stunden werden sehen. Werdet ihr meine Antwort erfahren, Alter. Und meine sehr gut, Antwort Stani. Wird nicht gut für euch ausfallen. Das sage ich euch jetzt schon. Wir werden sehen, Stani. Schönen Tag dir noch und viel Glück mit der Kuppel hier. Halt dich fern von den Aliens. Woo! Mhm. Ich habe keine Hydra. Wird weg. Wir wegfliegen mit unseren Hydra. Ja, ich habe meine Hydra nicht angehalten. Bord. Alles gut. Komm, lauf die Biauen ab, ey. Kein Bock mehr hier. Mann, Leute, ey.
Mann, ey, was soll ich denn jetzt machen? Sag mir, was ich jetzt machen soll. Ich will mich aber nicht bei diesen Alpha-Schmutz-Clan entschuldigen. Ansonsten sprengen die ja alles hoch, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Geh doch zu SU. Ey, das macht irgendwie so keine Lust mehr. Ich habe mir so viel Mühe hier schon wieder gegeben. Und ihr wisst auch im Stream und so, wir haben so viel hier gebaut und alles drum und dran. Mann, ey, okay. Ja, ich weiß das Realtalk nicht, Leute. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Schreibt mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wir werden jetzt mal probieren, das Nebelloch weiterzubauen. Nee, irgendwie mache ich das falsch, Leute. Ich muss mir gerade... Es könnte auch am Shader liegen, dass das vielleicht bei mir anders aussieht. Ich muss das mal kurz abchecken, Leute. Leute, ich weiß jetzt, wo der Fehler lag. So doof von mir. Ich habe mir nämlich so ein Video angeguckt und ich weiß jetzt, wo der Fehler ist und wieso das nicht geht. Das liegt nicht am Shader, das liegt einfach, weil ich das ein bisschen falsch gebaut habe. Oh, ich bin auch ein richtiger Dulli. Aber ich glaube, jetzt wird es cool aussehen. Und zwar so, wir haben ja jetzt hier unsere erste Schicht Glas, ne? So, das ist jetzt, kann ich eigentlich hier mit kaputt machen, Leute, mit der Pickaxe. Dann halt behalten wir wenigstens das Glas. So, wir haben jetzt hier die erste Schicht Glas. Dann müssen wir eine Schicht auslassen, also die hier drunter, müssen wir einmal kaputt machen. Und dann quasi nur jede zweite Schicht Glas müssen wir dann placen. Und dann sieht das nämlich deutlich besser aus. Und dann soll quasi dieser Nebeleffekt da durchkommen. So, hier haben wir noch ein bisschen Glas. Okay, ich muss mal gleich noch ein bisschen hier grünes Glas machen. Also immer quasi ein Loch dazwischen lassen, weil ansonsten sieht es wieder so clean aus. Oh, okay. Seht ihr jetzt langsam? Langsam kommt es schon. Ich glaube aber, wir müssen noch ein bisschen höher gehen. So, warte mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 8 Schichten Glas oder so waren das. Lol. Deswegen, das ist halt... Oh, Leute, guckt euch das mal an. So sieht halt das Nebelloch aus. Boah, ich finde es richtig sick irgendwie. Und wenn das halt ist... Also, man kann sich halt jetzt hier noch nicht so gut vorstellen. Aber wenn alles hier davon voll ist, sieht das halt überbrutal aus. Wisst ihr, was ich meine? Also, so würde das dann irgendwie so aussehen. Es sieht halt jetzt nicht so spektakulär aus. Es sieht halt cooler aus, wenn viel, viel mehr Layer drüber sind. Sieht es halt viel, viel geiler aus. Es sieht halt aus halt wie so ein Nebelloch. Ich hoffe, ihr checkt, was ich meine, aber ich denke mal schon. Halt, ja, also ich finde es halt nicht irgendwie so krass. Ich werde es mal machen und zur Not reiße ich wieder alles ab, wenn es nicht geil aussieht. Wir gucken uns das halt gleich mal an, Leute. Ich werde jetzt hier alles aushöhlen und daraus ein komplettes Nebelloch machen. Das Ding ist, Leute, ich muss hier übertrieben viel abbauen. Es geht zum Glück relativ schnell, weil ich ja die Beacon-Fähigkeit hier habe. Aber ich zeige euch mal, was ich alles abbauen muss. Und zwar hier unten, Leute. Also das ist wirklich extrem viel. Das müssen wir hier einmal, also wir müssen halt ein richtig tiefes Loch machen. Aber ich glaube, es wird sich lohnen und ich habe auch besseres Glas gefunden. Und zwar, ich habe einen Minecraft-Profi gefragt, warum das nicht so geil aussieht. Und er meinte, wir müssen hellgrünes Glas nehmen. Und damit sieht es wirklich extrem brutal aus. Also ich bin wirklich gespannt, wenn wir hier fertig sind, was ihr dazu sagt. Aber ich glaube, es wird wieder mal das krasseste Building überhaupt auf der ganzen YouTuber-Insel. Leute, was ich euch jetzt zeigen werde, es ist zu krank. Es hat ewig gedauert, aber es sieht absolut geisteskrank aus. Es hat sich sowas von gelohnt. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt, Leute. Ich gehe mal jetzt runter, ich zeige euch das Ganze mal. Und guckt euch mal an, so sieht das Nebelloch aus. Das sieht schon mal echt abgespaced aus mit den ganzen Verbindungen hier. Bis nach oben haben wir hier diesen Strahl verlängert. Und ich habe jetzt das Nebelloch fertig gebaut. Und das ist halt dieser Effekt, den ich erzielen wollte. Und zwar, es soll halt unendlich aussehen. Und ihr seht auch, ich habe hier noch diese Enderstäbe reingemacht. Das sieht halt so aus, als würden diese Enderstäbe unendlich in den Boden reingehen. Leute, wie krank sieht das bitte aus? Das ist einfach ein Nebelloch. Oh, hier habe ich noch ein Glas. Dings, fehlt noch ein Glas, aber das ist hier dunkles Glas. Das muss ich gleich noch ändern, Leute. Da machen wir natürlich noch Glas rein. Aber guckt mal bitte, wie krank das nach unten aussieht. So dieser Nebel-Unendlichkeitseffekt ist einfach... Ey, ich kann es selber noch nicht glauben. Und ich habe euch hier nochmal gebaut, wie ich das gebaut habe. Und zwar... Hier kommt eine Laterne, dann kommt quasi Teppich rüber und alle zwei Abstand kommt dann quasi Glas. Und das baut ihr dann insgesamt 8 Glas nach oben und dann habt ihr den gleichen Effekt, wie ich ihn hier habe. Und ich muss echt sagen, oh, das Nebelloch. Sagt mal, schreibt mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare, aber das ist nicht mehr normal. Leute, das zu krank. Sieht auf jeden Fall geil aus. Unendlichkeitseffekt, so wie ich mir gewünscht habe. Ja, der Rest wird natürlich mehr Arbeit sein. Das werden wir jetzt in den nächsten Folgen machen. Leute, lasst auf jeden Fall 15.000 Likes da. Ihr habt Timmy gehört. Ich hoffe, ihr supportet mich. Heute war ein langer Tag. Das war's gewesen. Tschüss, Leute.
Geht mir nicht anders, Stadi. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, beende ich das Video an der Stelle. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Geld auch noch oben da lassen, Leute. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, wie es mit Kommentaren mega durch. Und dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.